Mein Name ist Michael Gottschicker. Ich bin Landschaftsgärtner im Ruhestand, lebe seit 1980 in Kuhlheim. Wir befinden uns hier im Nordpark, der im Rahmen der Regionale 2010 gebaut worden ist und für unsere Kuhlheimer Bevölkerung eine hervorragende Grundlage für Feierabend und Freizeiterholung darstellt. Dieser Nordpark könnte sehr wohl Teil einer Landesgartenschau in Kuhlheim sein. Auf diesem Gelände lassen sich im Rahmen der eigentlichen Veranstaltung mehrere Ausstellungsbeiträge losgelöst von öffentlichen Förderungen darstellen. Beispielsweise der Beitrag der Landwirtschaft könnte hier stattfinden, die Mustergärten der Landschaftsgärtner. Wir könnten auf diesem Gelände auch spielerische Aktivitäten für Kinder entwickeln. Alles das ist möglich, ohne dass die Finanzierung des Nordparks gefährdet wird. So, wir befinden uns hier im Nordpark Pullheim und wollen von Herrn Gottschicker wissen, wie der Nordpark in die Landesgartenschau Pullheim eingepasst werden kann, ohne dass es zu einer Doppelförderung kommt. Das hat er bereits schon erklärt, dass man diese Flächen für Messen und eine landwirtschaftliche Schau zur Verfügung stellt, sodass es da keine Probleme gibt. Jetzt beschäftigen wir uns damit, was passiert mit den Flächen nach der Landesgartenschau. Ganz wichtig bei neu geschaffenen Grünflächen ist es, dass man auch an die Folgekosten denkt. Denn jede neu geschaffene Grünanlage ist zwangsläufig mit einer qualifizierten Pflege verbunden. Bei einer Landesgartenschau ist es schon sehr wichtig, im Vorfeld der Gartenschau überhaupt ein fulminantes Konzept zu entwickeln, wie die Flächen nachträglich genutzt werden können. Bestes Beispiel dafür ist die Landesgartenschau Schloss Diek gewesen im Jahre 2002. Dort wurde das Dieker Feld neu geschaffen. Auf diesem Dieker Feld hat sich jetzt seit über 10 Jahren ein Oldtimer-Highlight für Deutschland entwickelt, die Classic Days. Und aus den Erlösen einer solchen Ausstellung heraus ist es möglich, nicht nur das Gelände qualifiziert zu pflegen, sondern auch noch weiter zu entwickeln. Und für Pullheim könnten das beispielsweise gartenspezifische Ausstellungen und Messen sein, das könnten Wettbewerbe sein oder andere Veranstaltungen, mit denen man Einnahmen generieren kann. Herr Gottschicker, können Sie uns mal erklären, was die eigentliche Idee ursprünglich zum Nordpark war und warum es hier so eine Aufteilung in verschiedene Felder gibt? Die ursprüngliche Planungsidee des Wettbewerbs unter Landschaftsarchitekten ist es gewesen, auf der einen Seite den Übergang zu schaffen von der Besiedlung auf der einen Seite in die freie Landschaft auf der anderen Seite. Und die Idee des Planers bzw. der Planer ist gewesen, diese Flächen für die Bevölkerung nutzbar zu machen, und zwar Die ursprüngliche Planungsidee der Landschaftsarchitekten, die sich hier am Wettbewerb beteiligt haben, für die Planung des Nordparkes ist es gewesen, auf der einen Seite den Übergang von der Besiedlung zur anderen Seite in die freie Landschaft zu schaffen. Und die strenge geometrische Aufteilung des Nordparkes in Flächen sollte eigentlich für die Bevölkerung da sein. Man hat sich eigentlich bei den Planern gewünscht, dass einzelne Personen aus unserer Stadt Flächen hier anpachten, sich ihr eigenes Gemüse, ihr Obst anbauen können hier auf diesen Flächen, um es dann für sich zu verwenden. Leider ist diese ursprüngliche Idee bisher nicht realisiert worden. Im Rahmen einer Landesgartenschau könnte man sicherlich in besonderer Weise im Rahmen des grünen Klassenzimmers Schulen und damit die Kinder an diese Idee erneut heranführen und damit die Bevölkerung zu begeistern. Wir befinden uns hier am oberen Bereich des Nordparks. Eine tribünenartige Situation herrscht, wo man sitzen kann. Zugang von der Fendorfer Straße, hier auch mit Rollstuhlrampe erreichbar, und schwenken rüber in die Landschaft. Dort treffen wir gleich Herrn Gottschicker, der uns erklärt, dass mit diesem Projekt Nordpark ein Preis gewonnen wurde. So, Herr Gottschicker, können Sie uns etwas zu der Situation von hier oben aus betrachtet
sagen zum Nordpark? Ja, von hier aus kann man den Nordpark in seiner gesamten Größe und Ausdehnung sehr gut erkennen. Ich habe eben schon mal von Möglichkeiten der Nachnutzung dieses Geländes gesprochen. Man kann hier wunderbar erkennen, da unten ist eine Bühne, hier ist die Tribüne, hier würden sich also wunderbare Flächen anbieten für Open-Air-Konzerte. Und der Nordpark hat im Rahmen eines Wettbewerbs der Standesorganisation der Landschaftsarchitekten auch eine Prämierung erhalten. Und die damit verbundene Ausstellung der eingereichten Wettbewerbsbeiträge ist vom 15. April bis zum 13. Mai im Foyer des Rathaus zu besuchen. Man kann sich dort als Einwohner der Stadt ein Bild machen, gegen welche anderen Wettbewerbsbeiträge Pulheim obsiegt hat.